Ja Leute, willkommen zurück zu Let's Play Digimon World. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir sind wieder im Eisrefugium oder beim Eisrefugium. Und ausgerechnet, jetzt muss unser Andromon aufs Klo. Ja, dann haben wir halt jetzt einen Digitations- oder einen Digimon-Fehler, weil ich weiß nicht genau. Ich habe jetzt nämlich kein Camping-WC mitgenommen. Ja, normalerweise nehme ich eh immer gleich eins mit, aber... Hoppala, falsch. Aber ich glaube, dass ich jetzt... Nee, ausgerechnet so eins habe ich jetzt eben nicht mitgenommen. Ja, tut mir leid, Andromon. Du musst jetzt in der Öffentlichkeit kacken. Weil, ja, ich will hier ehrlich gesagt so bald wie möglich fertig werden. Ich hoffe, ich verlaufe mich hier nicht, weil ich bin schon ewig nicht mehr da gewesen. Ja, ich habe jetzt eine Weile trainiert mit Andromon. Und, ja, eigentlich ist das eh so, so gesehen die nächste... Ja, verzieh dich, Eisgozumon. Oder Snowgozumon. Jawohl. Ja. Wahrscheinlich wird er jetzt daneben kacken. Ja, es gibt auch Eismeramon. Ja, da müssen wir alle. Ja, wir werden in diesem... wir werden wahrscheinlich in diesem Part ein bisschen mehr Kämpfe machen, weil hier kommt man fast nicht durch, ohne dass man nicht mindestens einen Kampf bestreitet. Deswegen habe ich mir ein paar Heilungs-Items mitgenommen. Weil diese Digimon hier sind gar nicht so schlecht. Also man hört es eh schon am Sound. Die haben es ganz schön in sich, diese Viecher hier. Jawoll. Ja, ich muss sagen, auch wenn Andromon jetzt nicht das stärkste Ultra-Digimon ist, er hat eine verdammt gute Verteidigung und ja, von den Techniken her würde ich jetzt auch sagen, er hat es eigentlich ganz gut drauf, ne? Ja, der Ladestrahl geht voll daneben. Wie geil war das denn, Leute? Ganz ehrlich. Uiuiuiui, okay. Nee, sofort ein bisschen Heilung nach, weil... Ja, das könnte verheerend werden. Mhm. Ja, die Eisattacken ziehen jetzt eh nicht so viel ab, aber gerade die, Ding halt, ja, die Feuerattacken, die Meramon hier einsetzt. Mhm. Jawohl, hau meine rein. Das sieht so geil aus mit Hau den Lukas, ganz ehrlich. Toll. Ja, toll. Ja, da denkt man sich, wofür hat man ein Ultra-Digimon, wenn es dann aber, böse gesagt, nicht so stark ist, ne? Wow, da kann sogar Eisstatue. Wow. Ja, wir haben ja zum Glück ein paar Heil-Items dabei. Ja, das macht ganz schön Schaden. Mhm. Jawohl. Ja, trotzdem wird Gozumon als erster draufgehen. Aber ganz gut abgewehrt. Er hat das andere getroffen. Habt ihr das gesehen, Leute? Ganz ehrlich, das war jetzt geil. Und Spiralschwert. Komm schon, Andromon. Volle Kanne. Ja, fast. Ja, das Vieh hält schon ganz schön was aus. Ja, er hat mit dem Ladestrahl, weil Gozumon so geil im Weg gestanden hat, hat der volle Kanne Gozumon getroffen. Das freut mich jetzt irgendwie. Entschuldigung, wenn ich es so sage, aber das ist cool. Was war denn das jetzt? Ganz ehrlich, Leute, ich habe keine Ahnung, was das jetzt genau war. Ja, da gibt es auch so eine spezielle Attacke. Da schreit das Digimon vorher und dann greift das volle Kanne an, aber ich kann den Namen jetzt nicht gerade nennen. Ja, das war Eisstatue. Das weiß ich. Jawohl, down. Mhm. Ja, 2900. Jawohl. Super Sache. Ja... Ja, wir müssen es leider im Nachhinein tadeln dafür. Ich tue es eh nicht gerne, aber... Wegdisk? Jawohl. Ja, die Wegdisk hat auch einen sehr, sehr guten speziellen Effekt. Will ich jetzt aber nicht verraten, weil das wird dann später interessant. Mhm. Ja, das Eisrefugium ist ein bisschen labyrinthartig aufgebaut. Ja, da können wir trainieren. Das werden wir allerdings nicht tun. Nein, brauchen wir auch nicht. Wie gesagt, mit dem Ultra-Digimon ist das nicht so nötig.
Achso, das ist generell ein Trainingsraum, oder was? Hä? Ich dachte, hier könnten wir weitergehen. Nein, ich will da nicht weg. Ich will... Ach so, können wir gar nichts machen, außer trainieren. Ja, okay, das finde ich jetzt etwas assi, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber wir können hier nicht weiter. Ja, vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Scheiße. Ja, ich muss ehrlich sein, das habe ich vergessen. Ja, aber hier geht's ja auch nirgends weiter. Ich meine, irgendwo muss man doch hier auch wortwörtlich weiterkommen, oder nicht? Nein, ich will nicht schon wieder gegen diesen Meramon kämpfen, weil... Ja! Ja! Ja, das habe ich jetzt zufällig gesehen, dass da eine Treppe ist. Mhm. So. Das sind Gururumon? Ja. Ja, wenigstens bekommen wir dafür ein bisschen Kohle. Und gegen eins, das dürfte jetzt nicht so schwer sein. Auch, die haben aber ganz schön viele Lebensenergiepunkte. Ganz ehrlich. Ja, das schockiert mich jetzt schon etwas, sage ich ehrlich, wie es ist. Ja, aber trotzdem, Andromon haut eh so rein. Wow. Ja, wir könnten gegen diese Lähmung übrigens die Wegdisk benutzen. Aber das brauchen wir nicht unbedingt, das ist eher bei einem Bosskampf gut. Oder bei einem, ja, blöd gesagt, wichtigen Kampf. Jawohl. Jawohl, er weiß zumindest, wie er die Attacken teilweise etwas richtig einsetzt, im richtigen Moment, ne? Jawohl, gegenseitig geschlagen. Ja, er verbraucht ziemlich viel MP, in speziell wegen Howdy Lucas halt, ne? Ja, gut abgewehrt. Super. Jawohl. Ja, wahrscheinlich machen wir es mit dem Finisher kaputt. Ja, brauchen wir prinzipiell nicht mehr, aber weil es egal ist. Ja. Warum auch nicht? Eine mittlere Heildisk. Ja, selber schuld. Es hat uns angesprochen. War jetzt nicht unsere Schuld. Nee. Aber ich glaube nicht, dass das einzige war. Nee, ihr seht's eh. Omnidisk. Was bringt denn die nochmal? Omnidisk, wo haben wir sie denn hier? Halt anormale Zustände, füllt MP und LE auf. Okay, komplett oder wie? Nein! Jetzt sind wir wieder draußen. Ach komm. Ja, wenn ich ehrlich bin, wollte ich das jetzt eigentlich vermeiden. Okay, merken wir es uns fürs nächste Mal. Trotzdem muss ich jetzt wieder den ganzen Weg latschen. Ja, und es gibt leider keinen anderen Weg. Alter. Ja, aber wir müssten hier durch. Ja, wenigstens weiß ich jetzt im Endeffekt, dass wir da unten rechts müssen. Nein, 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 nein. Verpisst euch. Was? Ja, genau. Ja, ab und zu ist der Weg wirklich etwas dämlich beschrieben. Noch dazu ist das alles Eis, ne? Ja. Seid mir nicht böse, aber diese 180-Grad-Wendung, die da machen. Ja, ist egal.
Ein bisschen kämpfen schadet ja nicht. Jawohl. Okay. Ja, haut ja ganz schön rein, die Attacke. Ja, wir könnten mit der Omnidisk jetzt genau diesen Zustand heilen, aber brauchen wir nicht. Nee. Das wird später noch etwas wichtiger. Und außerdem schlägt sich ja Andromon eh ganz gut. Okay, für normal hätte Statik jetzt eigentlich voll treffen müssen. Das war jetzt, glaube ich, sogar Howdy Lucas, wenn ich nicht alles täuscht. Jawohl. Mhm. Jawohl. Ja, viele werden sich jetzt denken, alter Schwede, wie knapp bist du denn dabei? Ja, ich weiß, aber anders geht's gerade nicht. Jawohl. Übrigens, wenn schon eine Attacke ausgeführt ist und der Gegner in der Zwischenzeit stirbt, zählt die Attacke dann automatisch, blöd gesagt, auch nicht mehr. Ja, ich muss ehrlich sagen, das wusste ich auch nicht. Habe ich auch erst durch das Let's Play mehr oder weniger gecheckt. Ja, Gurumon, du bist eh nicht gut. Aber Andromon, wow. Nochmal, komm schon. Hau den Lolli. Jawohl. Ja, jetzt lähmt er sich. Jawohl. Das erste Mal, als ich da durchgegangen bin ich richtig reich geworden. Ich glaube, das erste war sogar mit, Doch, du hast den Fehler gemacht, du hast mich angegriffen. Mhm. Ja, ist egal. Dann ist in der Ebene wenigstens kein Gegner mehr, wenn wir jetzt alle platt gemacht haben. Ja, die verprügeln sich eh gegenseitig. Nur ist Andromon doch etwas schneller, würde ich behaupten. Ich bin ja froh, dass wir doch ein paar Attacken haben. Ja, und jetzt rennt er genau rein. Ja, es hat mir nicht böse, wenn ich es so sage, aber manchmal ist selbst Andromon etwas grenzwertig. Hau in meine rein, jawohl. Jawohl, gut geblockt. Und die Attacke trifft trotzdem. Wie geil ist denn das, ey? Das hört sich so geil an. Andromon hat überhaupt sehr geniale Geräusche, muss ich schon zugeben. Ja, dann hält das drauf. Für alle Fälle. Ja, aber Gurumon ist auch schon ziemlich angeschlagen. Er hat ihn eh gleich. Jawoll. Beenden wir es mit Spiralschwert, oder? Nein, nicht einmal. Jawoll. Mhm. Bis dass wir zurückkommen, haben wir sicher wieder 10.000. Super. Mhm. Was kriegen wir hier? Doping-Disk. Was genau ist eine Doping-Disk? Ach so, können wir die nicht nehmen, oder wie? Ja, wir sind voll. Ja, wir kriegen im Laufe des Spiels, ich glaube, ich habe es noch nicht erwähnt, aber ich sag's gerne nochmal. Ja, wir bekommen im Laufe des Spiels eh noch ein bisschen Platzerweiterung. So, jetzt riskieren wir es mal hier rein. Eisrefugium. Uiuiuiui. Hyogamon. Moment. So, Leute, ja, passt schon wieder. Ich musste nur kurz was schauen. Kommen wir jetzt an dem... Ja.
Ja, war irgendwie klar, weil so blöd wie das dasteht, dem konnte man es nicht mehr ausweichen. Egal. Müssen zwar etwas angeschlagen. Ja, und er haut gleich voll daneben. Wie geil war das, Leute, ganz ehrlich. Ja, jetzt haben wir nur noch zwei. Ja, egal. Das hilft eh nichts. Ja, wir müssen es eh einsetzen. Ich glaube auch nicht, dass hier allzu starke Gegner auf uns zukommen. Also eigentlich eh, glaube ich, nur diese nennen wir es mal, unwichtigen Kämpfe. Jawohl. Andromon haut sie alle um. So könnte ich ja den Part auch nennen, ne? Je nachdem, was noch passiert. Wow. Das war, glaube ich, der sogenannte Hechtsprung. Ja. Den könnte rein theoretisch, glaube ich, Andromon auch lernen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich glaube, dass er das auch lernen kann. Ist auch eine ziemlich gute Attacke, aber die frisst halt unglaublich viel Mana, wenn ich mal so anmerken. Genau, mach ihn fertig. Jawohl, direkt bevor er uns treffen konnte, voll eins auf die Fresse bekommen. Ach, das hat er abgeblockt. Spiralschwert, mach ihn fertig, komm schon. Jawohl. Ich finde das auch so geil, dass es zwei Gegner treffen kann. Oder sogar drei vielleicht, das weiß ich jetzt nicht. Jawohl. Ich sagte ja, wir kommen ja über 10.000 Bit raus. Ja, die Doping-Disc habe ich mal benutzt, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr gegen wen. Das war nur Pech, halt durch. Oh nein! Ja, vielleicht müssen wir hier die Omnidisc verwenden. Ja, aber gegen zwei Digimon, das ist fies. Aber ich glaube, dass das hier auch gar nicht anders geht, ganz ehrlich. Nee, das glaube ich geht hier gar nicht anders. Nein, das war die falsche. Ja, ich wollte eigentlich die einsetzen. Egal. Ich glaube nämlich, dass sich die auch gegenseitig fertig machen können. Ja, Gururumon trifft ja noch nicht einmal großartig, ne? Ja, und er rennt genau rein. Naja, nehmt's mir nicht übel, wenn ich es so sage, aber manchmal sind die Digimon schon ein bisschen grenzwertig. Ja, Gururumon kommt gar nicht vorbei. Jawoll! Ach so, das war's. Au, das war der Hechtsprung. Ja, eigentlich sogar einer der stärksten Attacken im ganzen Spiel. Ich glaube, ich habe es eh schon mal erwähnt, ne? Ja, uns geht schon langsam die... Was ist eigentlich ein Schutzdisk? Omnidisk? Füllt. Nee, ich glaube, das müssten wir noch schaffen mit der normalen Heildisk. Ja. Ja, Hyogamon schaffen wir auf alle Fälle so. Spiralschwert. Jawohl. Ja, wir treffen ja, glaube ich, sogar beide, ne? Das wird jetzt super. Und fast voll. Jawohl, wir haben beide getroffen. Wie geil. Ja, Garurumon lässt sich auch nichts nehmen. Aber er hat halt jetzt bei weitem weniger Schaden genommen, ne? Jawohl. Nochmal. Genau unter dem Hecht, genau unter dieser komischen Luftrolle hat er ihn voll getroffen. Wie geil ist denn das? Ja, jetzt hat er fast keine MP mehr. Jetzt muss er eher auf Statik zurückgreifen. Oder auch nicht. Nee, er besiegt Buhn immer noch so. Jawohl, mit Statik. Oh, jetzt haben wir da noch 95. Ja, er besiegt ihn mit Statik. Wie geil ist denn das, Leute? Jawoll. 2100. Ja gut, bei zwei Gegnern ist das, glaube ich, auch das Mindeste, was wir bekommen sollten, ne? So. Ja, mir wäre jetzt ehrlich gesagt so eine MP-Heildisk schon besser, lieber gewesen, aber gut, kann man nichts machen. Nein, 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 nicht schon wieder Eis.
Meramon oder wie die heißen. Haben wir jetzt überhaupt noch Platz? Ja, einen. Ja, rein theoretisch könnten wir jetzt die Doping-Disc holen, aber... Oh, Medizin. Ja, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt mitnehmen müssen, aber egal. Schauen wir mal. Ja, ich muss hier auf gut Glück spielen, weil ich echt... keine Ahnung habe, ob ich richtig bin. Moment mal. Können wir irgendwas wegschmeißen? Moment mal, Schutzdisk. Ach so, Wegdisk, Schutzdisk. Varidisk, heilt Gift, Lähmung, Verwirrung, Kristall. Ach ja, Kristall, glaube ich. Ja, schauen wir mal. Superheildisk, kann ich nicht nehmen, Arsch. Große MP-Disk. Ja, ich befürchte, Leute, wir müssen darauf zurückgreifen, dass ich hier einfach mal die Omnidisk benutze, damit alles geheilt ist. Hilft ja nichts, ne? Oder? Weil ich kann denen ja nicht ausweichen. Nee. Geht etwas schlecht. Ja, dann wird das halt ein Kampfpart. Aber ich glaube, dass das absichtlich so ist. Deswegen kommt man hier auch mit einem Champion Digimon wahrscheinlich nicht so gut durch, ne? Aber die machen sich wahrscheinlich eh wieder gegenseitig zur Sau. Also zumindest, ja, ich werde jetzt mal eine Weile auf Halt durchgehen, weil auf diese Weise verteidigt sich Andromon ganz gut. Und ihr seht's ja, die machen sich eh gegenseitig voll platt. Seht ihr? Gozumon ist gleich besiegt. Das heißt, ich muss im Prinzip nur abwarten, dass sich die mehr oder weniger fertig machen. Ja, und das Gozumon hat er schon fertig gemacht. Wie? Das ist so grenzwertig, Leute. Ganz ehrlich, Entschuldigung, wenn ich es so sage, aber... es passt einfach überhaupt nicht zusammen. Ja, aber jetzt muss ich die Omnidisk einsetzen. Es tut mir leid, Leute, aber was ist die Varidisk? Und die weg? Nee, Omnidisk. Scheißen wir nicht lange um. Jawohl. Ja, genau. Ja, dann brauchen wir jetzt eh die große. Das geht uns wieder drauf. Was heißt wie das? Das geht uns drauf. Hoppala. Haben wir nichts mehr? Varidisk. Moment mal. Achso, die Hälfte LE. Schutzdisk. Jawohl, er hat gar nicht auf den anderen gezielt, hat ihn aber volle Kanne getroffen. Wie geil ist das denn, Leute? Ja. Ja, und das hat er auch noch getroffen. Das war jetzt fies. Jawohl, einer der beiden, oder beide sogar, werden draufgehen. Ja, angreifen kann er ja komischerweise beide. Komm schon, Andromon, das schaffen wir. Jawohl. Ja, jetzt müssen wir dann wirklich bald auf Ding gehen. Wieder auf Halt durch. Ja, ich befürchte, dass wir jetzt eh... ja, mit Statik kommen wir nicht weit. Das ist es eben, ne? Oder? Nee, weil... ja, ich kann nochmal eine mittlere Heildisk reinwerfen, weil es eh egal ist. Aber nee, ab jetzt müssen wir auf den Finisher setzen. Es tut mir leid. Aber mit dem nächsten Finisher sollte er dann eh down sein. Ja, jetzt hat ihm das auch noch rückwirkend getroffen. Wie gemein ist das denn, ey? Ja, ihr seht schon, Halt durch ist einfach nur da, dass sich Andromon etwas besser verteidigen kann. Shit. Und die Attacke von Hyogamon ging jetzt voll daneben. Habt ihr es gecheckt? Ja, sicher habt ihr es gecheckt. Wow. Aber dass Hyogamon einfach überhaupt nicht trifft, ja, das ist gerade ein bisschen festgepackt. So, und jetzt machen wir beide einfach nur kalt. Im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Ja. Jawohl. Super. Aber wirklich gleichzeitig.
Ein Filet verloren? Ja, super. Wenigstens irgendwas, ne? Aber ich hoffe, dass wir hier wenigstens weiterkommen, weil ohne MP haben wir hier einfach, bös gesagt, keine Chance. Was ist das? Arg, das blendet! Du, der du meine Hilfe suchst, die Stunde naht. Empfange den Segen meiner Flügel. Was zum, wo, wessen Stimme? Ah! Was war das? Das Licht ist fort, sonst ist hier nichts, also ist es über uns? Ja, es ist über uns. Nur was genau bedeutet das? Moment, können wir irgendwas wegwerfen, was wir nicht unbedingt brauchen? Ja, eigentlich gar nichts, aber wir können ja nochmal herkommen, wenn es ist, ne? Mhm. Ich glaube, dass wir jetzt wieder... Also, blöd gesagt, ich glaube, dass wir jetzt... Jetzt hin? Ach, wir haben es geschafft, Leute. Cool, wir sind wieder am Eingang. Super, da hat sich aber nicht viel geändert, oder? Moment mal. Soweit ich weiß, mussten wir aber jetzt hierher. Oh, wegen der Statue. Ah. Oh, ein Angemorn, Leute. Puh, naja. Du lebst wieder? Super. Ich bin Angemorn, dein Schutzengel. Ich bin erwacht, um meine Pflicht zu tun. Was redest du da? Ich kenne die höhere Wahrheit. Ich biete meine Seele da und folge irdischen Anweisungen. Was meint es nur? Kommst du mit in die Stadt? Dein Wunsch leitet mich, so folge ich dir denn. Sag mal, könntest du ein bisschen normaler reden? Ich komme in die Stadt, du darfst nicht aufgeben. Ach so, danke. Warum fliegt es nicht einfach? Hm, ist das cool, Leute. Angermann zieht in die Stadt. Und somit können wir jetzt endlich per Autopilot davonreisen. Wurde eh höchste Zeit. Was, du verweigerst den Autopilot? Geht gar nicht. Wir müssen außerdem wieder zurück, weil, ja, Andromann hatte keine MP mehr, also wäre das hier sinnlos. Ja, das war der einzige Sinn und Zweck, bis auf die Gegenstände, aber die werde ich offscreen nochmal holen. Ich weiß gar nicht, was das alles ist, damit wir eben, auf gut Deutsch gesagt, ein Angemon bekommen. Und, ja, ihr seht schon, was Angemon aus diesem Gebäude gemacht hat. Ein richtig schönes... großes Gebäude. Und wir werden das andere derweil ablegen, also das andere Zeugs, weil ja, wir brauchen ja nicht so viel im Reservoir haben. Medizin brauchen wir nicht. Ja, die Heildisks auch nicht mehr. Ja, die sind für Bosskämpfe relevant, aber momentan überhaupt nicht. Ja, vielleicht werde ich offscreen, wie gesagt, nochmal zurückreisen, aber jetzt im Moment nicht mehr. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken, ob wir überhaupt gemeldet sind fürs Turnier, weil ansonsten mache ich jetzt noch ein paar Minuten dran, beziehungsweise beende den Part und dann... Ja, dann muss ich jetzt ehrlich gesagt selber noch gucken, nachdem Andromon eh bald mal schlafen gehen will, glaube ich. Ja, Gott sei Dank haben wir einiges an Digipilzen gesammelt. Auf diese Weise sparen wir uns auch das Fleisch. Nee, nochmal daneben kacken geht nicht. Ja. Obwohl er es ja rein theoretisch verdient hätte, so gesehen, ne? Mhm. Ja, super. Er kackt ja einfach so geil. Ja, vielleicht, also ich weiß noch immer nicht, welches Digimon ich nach Andromon nehme. Ich habe zwar da schon so eine Art
Vorstellung dieses Mal, weil es auch storytechnisch bald mal weitergehen muss. Aber ja, hängt es davon ab, ne? Ja, ich weiß nicht warum, aber ich liebe diese Kämpfe einfach. Sie sind verdammt gut. Ach so, morgen sind wir ja beim Turnier angemeldet. Ja, ich überlege gerade, weil wir haben jetzt eh schon wieder 30 Minuten. Ja, wir machen sowieso ein bisschen länger, aber ich werde es trotzdem so machen, meine lieben Freunde, dass wir jetzt bis das Andromon schlafen gehen muss, weil ich glaube, dass das nicht mehr allzu lange dauert. Bis Andromon schlafen gehen muss, werde ich jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen trainieren. Und dann würde ich nämlich sagen, starten wir den Part. Oder? Ja, ist egal. Ja, es gäbe schon noch was, das ich unbedingt eigentlich machen will, aber das geht im Moment nicht. Das ist, also gehen würde es schon, aber das nimmt so viel Zeit in Anspruch. Ja, ich sagte ja, er will gleich mal schlafen gehen. Deswegen würde ich sagen, Leute, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, hinterlasst vielleicht einen Kommentar und einen Daumen hoch oder zumindest eines der beiden. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder zu Digimon World. Bis dahin, macht's gut, Leute.